Oft genügt bereits der bloße Anblick eines kleinen Krabbeltieres, um einen erwachsenen Menschen den Angstschweiß auf die Stirn zu treiben. Dabei sind die Panik und der Ekel, die angesichts der Insekten rasch in uns emporsteigen, normalerweise vollkommen unbegründet. Während wir es in unseren Breitengraden nur selten mit wirklich gefährlichen Insekten zu tun bekommen, krabbeln in anderen Ländern dieser Welt jedoch tatsächlich kleine Tierchen umher, die für den Menschen eine große Gefahr darstellen können. Um welche 8 Insekten und Spinnentiere ihr daher auf jeden Fall einen großen Bogen machen solltet, das zeigen wir euch jetzt. »24-Stunden-Ameise«. Während sich der Name der Eintagsfliege noch auf die kurze Lebensdauer der kleinen Fluginsekten bezieht, spielt die Zeitangabe im Titel der 24-Stunden-Ameise auf etwas ganz anderes an, nämlich auf den höllischen Schmerz, den der Stich der Krabbeltiere auslöst. Denn tatsächlich gehen die starken Qualen, die durch das starke Gift Poneratoxin ausgelöst werden, erst nach etwa einem Tag wieder zurück. Dabei nutzen die Insekten, die auch unter den Namen tropische Riesenameise bekannt sind und in Zentral- und Südamerika leben, ihren hauseigenen Giftcocktail, um Angreifer in die Furcht zu schlagen oder Beutetiere zu lähmen. Beim Menschen führt der Kontakt mit dem toxischen Stachel wiederum zu unerträglichen Schmerzen. Da die Folgen des Stiches dem Gefühl gleichkommen, als würde man bei lebendigem Leib verbrennen, gilt dieser auch als der schmerzhafteste im gesamten Insektenreich. Trotz der großen Qualen, die ein Betroffener über einen Zeitraum von 24 Stunden zu ertragen hat, hinterlässt das Gift keine bleibenden Schäden. Zum Glück. Sydney-Trichternetzspinne. Australien. Das faszinierende Outback, das majestätische Great Barrier Reef und nicht zuletzt kleine Krabbeltiere, die einen erwachsenen Menschen mit einem einzigen Biss töten können. So ist mit der Sydney-Trichternetzspinne eine der giftigsten Spinnen der Welt in Down Under zu Hause. Der Name dieser gefährlichen Achtbeiner kommt dabei nicht von ungefähr. So fühlt sich die Spinne sowohl im Kerngebiet als auch in der Umgebung der Millionenstadt im Bundesstaat New South Wales am wohlsten. Das Risiko, von einer Sydney-Trichternetzspinne gebissen zu werden, steigt nicht nur dadurch an, dass sich die Tiere häufig in Gebäude verirren, sondern auch durch den Umstand, dass diese für ihre hohe Aggressivität bekannt sind. Derjenige, dem das toxische Gemisch erst einmal injiziert wurde, klagt anschließend über starke Schmerzen, Atemnot, Übelkeit und Verwirrung. In besonders schweren Fällen kann es daraufhin zu Herzinfarkten, Kreislaufzusammenbrüchen und letzten Endes zum Tod kommen. Glücklicherweise existiert jedoch seit den frühen 80er Jahren ein wirksames Gegengift für das Toxin der Sydney-Trichternetzspinne. Seitdem ist in Australien kein Mensch mehr an den Folgen des Spinnenbisses gestorben. In den Jahrzehnten zuvor waren insgesamt 13 Todesfälle registriert worden. Asiatische Riesenhornisse. Eine Körperlänge von bis zu 45 mm, eine Flügelspannweite von mehr als 7 cm und nicht zuletzt ein kleiner, aber hochgefährlicher Giftstachel. Wieso die asiatische Riesenhornisse, die 5-mal größer als eine westliche Honigbiene ist, viele Menschen bereits mit ihrer bloßen Erscheinung in Angst und Schrecken versetzt, dürfte niemanden überraschen. Allein in Japan sterben jedes Jahr durchschnittlich 40 Personen an den allergischen Reaktionen, die durch den Stich der geflügelten Insekten ausgelöst werden können. In China wurden im Jahr 2013 wiederum 42 Todesfälle registriert, die mit Angriffen von asiatischen Riesenhornissen in Verbindung standen. An vielen dieser tragischen Vorfälle trugen allerdings die Opfer auch eine gewisse Mitschuld. Denn tatsächlich führt falsches Verhalten gegenüber den Hornissen, wie etwa nach ihnen zu schlagen oder der Versuch, sie wegzupusten, dazu, dass sich die Tiere provoziert fühlen. Aggressive Verhaltensweisen legen asiatische Riesenhornissen normalerweise nur bei der Verteidigung ihrer Nester an den Tag. Ursprünglich ausschließlich in Ost- und Südasien verbreitet, häufen sich die Sichtungen von Riesenhornissen in den letzten Jahren auch in Europa und in Nordamerika. Stechmücken. Habt ihr gewusst, dass nicht etwa giftige Spinnen oder gewaltige Hornissen, sondern Stechmücken die mit Abstand gefährlichsten Krabbeltiere der Welt sind? Bekanntermaßen liegt dies jedoch nicht an einem wirksamen Giftgemisch, sondern an den Krankheitserregern, die bei einem Mückenstich in den menschlichen Körper gelangen können. Dazu zählen neben Viren und Bakterien auch Parasiten.
Zu den schwerwiegendsten Krankheiten, die von Stechmücken übertragen werden können, gehören Malaria, Gelbfieber und Tularemie. Dickschwanzskorpion. In Nordafrika und Südasien beheimatet, zählt Androctonus australis zu den giftigsten Skorpionen auf unserem Globus. Dabei besitzt dieser Vertreter der Klasse der Spinnentiere ein Gift, das hinsichtlich seiner todbringenden Wirkung problemlos mit dem der Todesotter verglichen werden kann. Wird ein Mensch von dem Krabbeltier, das auch unter dem Namen Dickschwanzskorpion bekannt ist, gestochen, hat dieser schon bald mit Herz-Kreislauf-Beschwerden, Krampfanfällen und Verwirrtheit zu kämpfen. Dabei erreichen die Skorpione eine Gesamtlänge von 100 mm und halten sich bevorzugt im Sand, in der Erde, aber auch unter Steinen von Mauern auf. Daher tauchen die giftigen Tierchen auch vergleichsweise häufig in besiedelten Regionen auf. Da diese Art zudem dafür bekannt ist, äußerst aggressiv zu sein, sterben jedes Jahr mehrere Menschen am toxischen Stich des Dickschwanzskorpions. Südliche Flanellmotte. Mit ihren buschigen, pelzigen Körpern wirken die kleinen Larven der südlichen Flanellmotte ohne jeden Zweifel äußerst putzig. Allerdings solltet ihr wirklich niemals auf die Idee kommen, eine dieser Raupen zu streicheln. Denn tatsächlich ist das, was im ersten Augenblick wie ein flauschiges Insektenfell wirkt, in Wahrheit eine Ansammlung von tausenden pelzartigen Stacheln. Erst einmal damit in Kontakt gekommen, treten sogleich schwerste Hautreizungen auf, die in Form von gitterartigen Papeln erscheinen und stark ausstrahlen. Diejenigen, die schon mal eine Raupe der südlichen Flanellmotte angefasst haben, klagten anschließend über Schmerzen, die mit der Intensität von Knochenbrüchen verglichen werden können. Andere beschrieben die Qualen wiederum als unerträglich brennend. Neben den entsprechenden Schmerzen kann es jedoch auch zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Taubheit und sogar Atemproblemen kommen. Als erste Hilfemaßnahme ist es ratsam, die Stacheln, falls vorhanden, mit Hilfe eines Klebebandes aus der Haut zu entfernen. Neben diesen wahrlich unerfreulichen Fakten sollte eine spezielle Variante dieser Raupen allerdings auch für amüsante Schlagzeilen sorgen. Da der gelbliche Körper der Larve eine große Ähnlichkeit mit der Frisur eines gewissen ehemaligen US-Präsidenten besitzt, wurde das Tierchen passenderweise auf den Namen Trump-Raupe getauft. Schwarze Witwen. Obwohl die verschiedenen Unterarten der schwarzen Witwen nicht sonderlich aggressiv sind, kommt es dennoch immer wieder zu folgenschweren Bissunfällen mit den giftigen Spinnen. Der toxische Cocktail, der dabei in den Körper des Betroffenen gelangt, kann vor allem für Kinder und vorerkrankte Menschen ernste Folgen nach sich ziehen. Am wohlsten fühlt sich die schwarze Witwe an dunklen, vergleichsweise kühlen Orten, wie etwa in Kellern. Die meisten Spinnenbisse werden in den Vereinigten Staaten allerdings auf Außentoiletten registriert. Vom Geruch der Fäkalien angelockt, spinnen die schwarzen Witwen ihre Netze hier häufig direkt unter den Toilettensitzen. Setzt sich eine nichtsahnende Person auf die Klobrille, so kann es schnell passieren, dass die Giftspinne den ungebetenen Gast beißt. Besonders tückisch, die höllischen Schmerzen, die das Gift der schwarzen Witwe auslöst, treten nicht sofort auf, wodurch der eigentliche Spinnenbiss häufig erst viel später bemerkt wird. Hat sich der Schmerz jedoch erst einmal ausgebreitet, wird er von den Opfern oft als unvorstellbar intensiv beschrieben. Begleitet wird dieser Schmerz von weiteren Symptomen, wie etwa Krämpfen und Bluthochdruck. In manchen Fällen bildete sich daraufhin sogar ein schweres Lungenödem, wodurch das Leben der Gebissenen nicht mehr gerettet werden konnte. Brasilianische Wanderspinne. Wie es der Name der brasilianischen Wanderspinne bereits verrät, treffen wir die Krabbeltiere vor allem im namensgebenden Land in Südamerika an. Darüber hinaus kommen die Spinnen allerdings auch in Paraguay, Uruguay und Argentinien vor. Da die Tiere, die häufig in städtischen Gebieten angetroffen werden, ein aggressives Wesen und eine hohe Agilität besitzen, stellen sie auch für vollkommen gesunde Personen eine nicht zu verachtende Gefahr dar. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Zusammentreffen zwischen Giftspinnen und Menschen recht häufig vorkommen. Demnach wählen brasilianische Wanderspinnen vor allem Wäschekörbe, Schränke sowie andere Haushaltsgegenstände und Möbel als bevorzugte Unterschlupfe. Greift nun eine nichtsahnende Person in die Spinnenbehausung, fühlt sich das Krabbeltier bedroht und versucht, den vermeintlichen Angreifer durch Beißen vollkommen abzuwehren. Das komplexe Giftgemisch, das folglich in den Körper injiziert wird, geht wiederum mit unterschiedlichen Symptomen einher.
Zunächst wird die Bissstelle von einem lokalen Schmerz geprägt. Zudem können dort Schwellungen, Rötungen und Muskelzuckungen auftreten. Anschließend kann es zu Herzrasen, Bluthochdruck, Übelkeit und Erbrechen sowie erhöhten Speichelfluss kommen. Doch auch Durchfall, Herzrhythmusstörungen und Schockzustände gehören zu eben jenen schweren Symptomen, die eine sofortige medizinische Behandlung erfordern. Glücklicherweise existiert seit einigen Jahren ein Gegengift für das toxische Spinnensekret. Zwischen den Jahren 1926 und 1996 kamen in Brasilien allerdings noch jedes Jahr durchschnittlich 14 Menschen durch den Biss der gefährlichen Spinne ums Leben. Zwar kommt es dort heutzutage noch immer zu rund 1200 registrierten Bissunfällen im Jahr, statistisch gesehen enden davon allerdings nur 0 bis 3 tödlich. So gefährlich das Gift der brasilianischen Wanderspinne auch ist, so könnte es dennoch auch für uns Menschen einen nicht zu verachtenden Nutzen aufweisen. So gelten einige Bestandteile des Spinnengifts als vielversprechende Kandidaten, wenn es um die Entwicklung neuer Schmerzstiller und Potenzmittel sowie die biologische Bekämpfung von Schädlingen gilt. So Leute, jetzt seid ihr an der Reihe. Was denkt ihr über die gefährlichen Krabbeltiere, die wir euch heute vorgestellt haben? Kennt ihr weitere giftige Insekten oder Spinnentiere, die es nicht in unseren heutigen Beitrag geschafft haben? Wir sind bereits jetzt auf eure Kommentare gespannt. Zeigt uns gern mit einem Daumen nach oben, dass wir euch mit unserem Video spannend informieren konnten. Und wenn ihr schon mal da unten seid, dann denkt auch dran, Topwelt zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um von jetzt an immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Werft zum Abschluss auch gern noch einen Blick auf die anderen spannenden Beiträge unseres Kanals, zu denen ihr gelangt, indem ihr jetzt auf eins der Bildchen hier im Abspann klickt. Vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal.